Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Prince of Persia The Sands of Time. Jetzt im oberkörperfreien Modus, wo wir uns versuchen durch ein Verlies wieder zurückzuschlagen, weil wir in ein Verlies runtergefallen sind und den Dolch der Zeit aus irgendwelchen Gründen nicht aktiviert haben so richtig, als wir noch gefallen sind. Wir müssen uns jetzt aus dem Verlies wieder rauskämpfen und natürlich mit Farah wieder vereinigen. Also, und damit meine ich, wir müssen wieder zu ihr zurückfinden, weil wir sind ja immer noch auf dem Weg zum Turm der Dämmerung, zur Sanduhr und zum bösen Visier. So, und als erstes müssen wir ja, wie wir ja schon in der letzten Folge festgestellt haben, erstmal das Teil darauf schieben und dann geht's... Na, wie lecker. Das wird ja passend, ey. Och Gott. Und... Das habe ich mir nämlich fast gedacht, dass das passiert. Naja gut, scheiß drauf. Da haben wir nochmal Sand. Es war das erste Mal, dass ich die Gerätschaften aus der Nähe sah. Nah genug, um sie zu berühren. Wo waren die Männer, deren Aufgabe es war, Antworten auf die dringlichen Fragen des Königs auszupressen? Am Ende ereilte sie das gleiche Schicksal wie ihre Opfer. Wächter und Gefangene, gleichgestellt durch den Sand der Zeit. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier machen müssen. Weil hier gibt es echt viele Möglichkeiten, wie wir jetzt weiterkommen. Wir haben auf jeden Fall zwei Schalter schon mal. Das zieht das nahe, okay. Und was macht der? Der zieht das nahe. Okay, hier kann ich theoretisch keinen Wandlauf machen. Also ich kann wahrscheinlich einen Wandsprung versuchen, aber es wird nicht reichen, oder? Nein, niemals. Okay, ich muss das also wirklich machen, die beiden runterziehen und dann hoffen. Kann ich die nicht irgendwie befestigen, die Hebel? Wahrscheinlich nicht. Wäre sonst zu einfach. Die Frage ist, reicht nicht einer? Wahrscheinlich nicht, ne? Dafür gibt es ja extra zwei. So. Wahrscheinlich, weil die sich wieder auseinander bewegen, damit wir trotzdem noch genug Zeit haben. So, und da hoch. Oh, so hell. Oh nein, da sind sie. Lasset mich in Ruhe. In Frieden. Lasset mich in Frieden, ihr blöden Mistviecher, ey. Blöde Sandfledermäuse. Schlimmer als die normalen. So, es müssten alle gewesen sein. Es waren nämlich nur noch drei. Ich höre schon wieder irgendwo den Sand der Zeit. Den da unten habe ich ja mitgenommen, ja. Ja. Wo ist er denn? Ich höre ihn von hier irgendwo. Wahrscheinlich da oben. So, dann erstmal darüber. Und jetzt so. Zack. Und. Zack. Und jetzt hier den Wandsprung. Mit Geschwindigkeit. Okay, und. Zack. Okay, die Zeitdinger schaffen wir gerade noch ganz gut. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Und da drüben haben wir unseren Sand. Und hepp. So, aber hier kommen noch mehr Zeitkletterpassagen, so wie es aussieht. Und hepp. Und hepp. Aber die sind ja recht einfach, muss ich gerade sagen. Das einzige Problem ist, wenn ich einen Fehler mache, bin ich wieder ganz unten. Und bin ziemlich tot. So, aber jetzt scheinen wir wirklich wieder aus dem Verlies rausklettern zu wollen. Naja gut, von mir aus. So, einmal rum. Und dann können wir nach oben. Oh, sieht doch gut aus. Ich frage mich... Es ist... Wow, natürlich fällt die Leiter erstmal runter. Aber okay, gut, dass sie es erst jetzt tut. Wie man auf die Idee kommt, sowas zu konstruieren. Aber die Frage stelle ich mir schon die ganze Zeit. So. Hallo. Ach, da bist du ja wieder, Farah. Mensch... Es ging ja besser, als ich dachte. Ich hätte fast gedacht, wir müssen hier noch länger drin rumspüren in dem blöden Verlies. Das Problem ist... Genau, jetzt muss ich wieder auf Farah aufpassen. Und das könnte zu einem Problem werden. Erstmal die ausschalten, würde ich doch ganz klar sagen. Oh Gott. Nein, das geht nicht. Okay, die haben ihren eigenen Typen umgehauen. Erstmal den. Die sind gefährlich. Also finde ich... Die anderen sind auch nicht ungefährlich, muss man sagen. Die haben immerhin so einen blauen umgehauen. So, den. Zack, zack. Und hepp, hepp. Ich hoffe, Farah regeneriert ein bisschen nebenbei.
während ich die alle auf mich lenke. Ich will über den da springen. Den da will ich jetzt gar nicht erst einsaugen. Ich will sie erstmal mehr oder minder hinlegen. Ich habe im Notfall noch mein Mega-Move. Das darf ich nicht vergessen. So. Okay. So, den gleich wieder umhauen. Der steht gerade erst wieder. So, warte, Farah hat einen umgehauen. Nee, hat sie nicht. Okay, machen wir das mal ganz kurz. Und hep, hep. Zack. Und eingesaugt. So, ich habe hier doch eine Wand. Ich habe hier eine Wand. Und ich habe keine Probleme, sie zu nutzen. Ach, Mist. Der da ist natürlich jetzt genau der, der gegen die Wand, den Wandsprung immun ist. Genau das meinte ich, ja. Das könnte zu einem Problem werden, wenn das jemals der Fall sein sollte. Ah, scheiße, nicht dieser Angriff. Oh, das war knapp. Und ja, da zwischendurch ist auch immer gut. Nein, lass Farah in Ruhe. Verdammt, Alter. Ich glaube, bei denen muss ich auch echt aufpassen, was die machen. Aber wie gesagt, ich habe im Notfall noch... Oh, das war knapp. Ich habe im Notfall noch meinen Mega-Move. Also, es ist noch alles in Ordnung. Solange ich den noch habe, dürfte eigentlich nicht viel schief gehen. Zack, das war knapp, aber gerade so hingekriegt. So, da ist schon wieder ein Schalter, sehe ich. Aber ich glaube, um den kümmern wir uns gleich. Oh, wenn diese ganzen... Ich dachte, mit den Dicken bin ich endlich mal fertig hier. Aber da kommen ja immer mehr von denen. Damit ich mir endlich meine Wandsprünge machen kann. Ja, schieß sie ab, Farah. Machst du gut. Ah, ist ja schon wieder so ein Dicker. Mit ihrem blöden Hammer. Nein. Och Gott, war das knapp wieder. Wenn die den Angriff von oben machen, habe ich manchmal echt Glück. Nein, lass Farah in Ruhe. Whoop. Mist. Ich dachte, ich wäre ausgewichen. So, ich drehe mal ein bisschen weiter zurück, soweit es geht. Weil ich eigentlich nämlich den treffen wollte. Zack. Warum habe ich jetzt zwei Sandcontainer verloren eigentlich? Ja, ist scheißegal. Ist es nicht. Scheiße, Farah ist fast tot. Ich glaube, ich muss meinen Mega-Move machen, oder? Ich hoffe, ich kann den machen. Nee, kann ich nicht. Geil. Ich kann den Mega-Move nicht machen. Weil mir Sand fehlt. Ich muss auch die normalen Sandcontainer voll haben. Farah, regeneriere dich mal ein bisschen. Das heißt, ich brauche noch einen Gegner, den ich besiegen kann. Nein! Ja, okay, ich glaube, das kann ich vergessen. Ich muss echt Farah jetzt beschützen. Das wird gerade echt gefährlich. Und, hä? Ich glaube, jetzt sind es nicht mehr viele. Jetzt muss ich sie nur noch beschäftigen. Damit sie Farah nicht angreifen. Nein! Bitte, Farah. Okay, sie lebt. Sie hat wieder ein bisschen was zurückgekriegt. Ja, jetzt brauche ich meinen Move auch nicht mehr machen bei einem Gegner, ganz ehrlich. Eieieiei. Anstrengend. Super. So, erstmal was trinken. Ich brauche Wasser. Ich brauche Wasser. Nee, ganz ehrlich, ich brauche Wasser. Hallo? Gibt's hier kein Wasser? Na gut, dann hole ich mir erstmal den Speicherpunkt. Der war hier irgendwo gerade, oder? Ah, da ist Wasser. Erstmal Wasser. Gottes Willen, ey. Und überhaupt kein Willkommensgruß von Farah, dass wir wieder da sind und dass wir jetzt hier groß oben ohne rumrennen. Naja, gut. Erstmal gucken. Was müssen wir denn genau machen? Ah, wir müssen mit Farah zusammen irgendwo hin. Und wir müssen kämpfen. Und scheinbar lohnt sich hier der Super Special Move, wie es aussieht. Sonst würde der mir nicht extra nochmal gezeigt. Sie stiehlt den Dolch. Schon wieder? Hat sie das nicht schon mal versucht? Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Alles in Ordnung. Ich bin's. Ich bin es. Seht, endlich sind wir da. Der Turm der Dämmerung.
Wir haben es fast geschafft. Müssen wir nur noch da durch. So. Und dazu muss ich scheinbar an diesen Schalter. So, Frage ist, wie komme ich an diesen Schalter? Weil ein ganz normaler Wandlauf wird da nicht reichen. Aber ich habe da oben ja schon den Schalter gesehen gehabt. Okay, wir müssen auf Pfarrer auf jeden Fall aufpassen. Was macht das? Welche Seite ist denn das jetzt? Ah, die Seite, okay. Gut, dann Beeilung. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu sehr auf Zeit... Natürlich geht das auf Zeit. Ich dachte aber, wenn ich auf dem Schalter stehen bleibe, resettet sich die Zeit noch die ganze Zeit, wie wenn ich dieses eine Teil die ganze Zeit in der Hand habe. Diesen Schalter, aber scheinbar gilt das nicht für diese Schalter. Gut, ist ja auch logisch, die bleiben ja auch unten, bis sie wieder hochgehen. So, was macht der? Ach, na klar. Das wird ein Spaß. Lauf, Prinz, lauf. Wie soll man das denn in der richtigen Zeit schaffen, ey? Ah, okay. Reicht. Reicht von der Zeit her. Ich dachte gerade echt, das wird ein bisschen knapper. So, und mit der Kiste kann ich dann wahrscheinlich da den Schalter kriegen. Und dann kann auch Farah endlich durch, die da mal wieder steht. Kann ich sie nicht einfach so mega, wie so Räuberhilfe da hochwerfen? Und sie betätigt mal ausnahmsweise so einen Schalter. Das wäre doch auch mal was. So. Da ist Sand. Ja, Turm der Dämmerung, ist mir klar. Ich beeile mich auch, weil die Tür geht wahrscheinlich auch gleich wieder zu, so wie ich diese Schalter kenne. Und hepp. Einmal Sand für mich. So, gibt's hier sonst noch irgendwas? Nö, scheinbar nicht. Ach, na klar. Hallo, ihr blöden Mistviecher. Na gut, an sich sind sie kein Problem, ganz ehrlich. Wenn man sie einfach blockt, sind sie lange nicht mehr so ein Problem, wie wenn man versucht, die ganze Zeit auszuweichen. Was ich ja früher versucht habe, wie gesagt. Da kann die Stelle echt nervig werden, aber wenn man sie einfach blocken kann, ganz ehrlich. Mit etwas Glück trifft Pfarrer ja auch den einen oder anderen mal. Jawohl, sie hat sogar einen getroffen. Cool. Ich treffe gerade irgendwie gar nichts, Alter. Das Problem ist aber auch, dass er nur blockt, wenn ein Gegner nah ist. Also er blockt nicht, wenn der Gegner weiter weg ist. Und wenn der Vogel halt weit weg ist... Ja, Farah, schießt du sie einfach alle um. Dann geht er nicht in den Blockmodus. Und das kann zu einem Problem führen. So, einer noch. Na also. So wird's gemacht. Okay, so und jetzt sind wir im Turm. Das ist der Turm der Dämmerung. Oh, noch mehr Sand. Den nehme ich gerne. Jetzt haben wir fast sogar noch einen Sandcontainer. Naja, gut. Warum auch nicht, ne? Guckt mal, eine kaputtmachbare Wand. Kann es sein, dass ich jetzt nur noch ein... Kommt doch mit, bitte. Okay. Kann es sein, dass ich nur noch einen Schlag brauche, um die Wände kaputt zu machen? Das ist der ganze Vorteil von dem neuen Schwert? Naja, gut. Was soll's, ne? So, dann trinken wir nochmal. Pfarrer will hier nicht mit hinkommen in diesen Super-Duper-Raum. Warum auch immer, vielleicht würde ihr das auch mal helfen. Das wäre doch auch toll, wenn man ihr noch ein bisschen mehr Lebensenergie geben könnte, damit sie einen Schlag mehr aushält. Könnte an manchen Stellen echt hilfreich sein. Aber ich nehme dieses Lebens-Upgrade gerne auch nochmal mit. Für mich ist das auch klasse. Wie lange war ich fort? Fort? Wovon sprecht ihr überhaupt? Nicht so wichtig. Aha. Okay. Das klingt... Worauf? Nicht alles ist eine Falle, wisst ihr? Ja, aber das meiste. Das ist das Problem. So, und hier kam der Punkt, wo wir jetzt kämpfen müssen, hatte ich in der Vision im Kopf, ne? Na gut, dann machen wir uns ran. Oh, wir fahren nach oben. Das ist ja immer interessant. So, ich warte nur. Jetzt kommen gleich die Gegner. Ich habe in der Vision gesehen, dass es nicht ganz so einfach wird, meine Gute. Wo kommen sie? Ja, mach dich erstmal sauber, Prinz. Da sind sie. Hallöchen, die... Nicht alles ist eine Falle, genau. It's a trap. So, na gut.
Solange es auch nur die sind, ich heb mir mal Sicherheits... Oh, scheiße, ich muss Fahrer helfen. Hilfe! Ich bin doch schon dabei. Okay, ich weiß, in der Vision war der Mega-Move ganz cool. Der ist hier sicher auch günstig, weil das eine ganz enge Sache hier ist. Muss aber sagen, ich will den mir natürlich ein bisschen aufheben, weil ich mir nicht vorstellen kann... Ah, scheiß drauf. Es sind zu viele Gegner jetzt schon bei Fahrer. Komm schon, greif ihn an. Hallo, was ist denn los? Na klasse, jetzt funktioniert der Mega-Move nicht mal richtig. Hallo. Ach, weil Fahrer im Weg steht, kann das sein? Das hat ja sich voll gelohnt, der Mega-Move. Geil. Gut. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Da kann ich zurückspulen, wie ich will, weil ich muss sie versuchen, hier runterzukriegen vielleicht. Das ist die einzige Möglichkeit. Du regenerier ein bisschen Energie, Fahrer. Und ich versuche hier ein bisschen Sand zu sammeln für, für einen Mega-Angriff nochmal. Scheiße. So viel dazu. Solange sie nicht Fahrer angreifen, ist alles in Ordnung. Sie soll einfach nur im Rücken bleiben und nichts tun. Das wäre das Hilfreichste. Ja, haut euch gegenseitig um, ihr blöden Mistkerle. Natürlich. Komm schon. Warum kann ich nicht zurückspulen? Wieso kann ich nicht... Hä? Gestorben. Okay, sie ist nicht gestorben. Warum konnte ich jetzt nicht zurückspulen? Ja. Ich weiß zufällig, dass es eine Falle ist. Ach Mann. Also es ist nicht schwer wegen mir, das ist schwer wegen Pfarrer mal wieder und das hasse ich. Ach, Pfarrer. Wie gehen wir das am besten an? Ich meine, ich habe hier ja sogar Wasser, so wie es aussieht, zum Heilen. Aber Pfarrer hat das ja nett. Geht's los? Ich muss oben sein. Ich versuche die hier unten zu halten, soweit es geht. Aber das Problem ist, das geht halt nicht. Na, mal schauen. Das wird jetzt ein bisschen interessanter auf jeden Fall. Ich habe aber doch das Gefühl, das Schwert macht ein bisschen mehr Schaden. Die blauen sind wesentlich leichter. Leichter gefallen. So. Solange sich Farah da oben bedeckt hält... geht eigentlich auch alles. Das Ding ist, sie muss sich bedeckt halten. Hui, das war knapp. So, ich will wenigstens die Dicken ausschalten, ohne meine Superfähigkeit einsetzen zu müssen. Zack. Und da kommen nämlich schon die Blauen. Ich weiß nicht, wie viele hier kommen, um ganz ehrlich zu sein. Zack. Und da greift der erste Pfarrer an. Ganz schlechte Idee, mein Freund. Au! Bleibt hier, bleibt hier. Nein, das geht bei denen ja nicht. Ja, ja, du bist gut. So, erstmal den Dicken. Dann haben wir die nämlich raus. Fahrer, pass auf. Zack. So, ich habe ich habe Mega-Move-Fähigkeiten. Und hier habe ich auch im Notfall eine... Aua. Alter, ich komme nicht mehr hoch. So. Aber das Problem ist, wenn Farah wieder im Weg steht, bringt mir meine Mega-Move-Fähigkeit nichts. So. Jetzt habe ich sie alle oben. Genau das, was ich nicht wollte. Zack. Aua. Bleib ruhig, Kumpel. So, den einsaugen. Warum ist der andere eigentlich nicht tot? Ach, Mann. Zack. Ich sehe gar nichts gerade, geil. Und jetzt kommen auch die Dicken wieder, geil. Alter, ich kann nichts machen. Ach, geil. Das wird nichts, das können wir vergessen. Ich versuche mal so weit wie möglich zurückzuspulen. Und ganz ruhig und hepp. Ach komm. Ich bin hier im... in der Falle. Das ist ganz ungünstig gerade. Ich versuche gerade noch den Sand hochzukriegen. Um die Mega-Fähigkeit... Was ist denn jetzt los? Um die Mega-Fähigkeit zu machen. Und es klappt nicht. Doch, es klappt, es klappt, es klappt, es klappt. So, okay, passt auf. Jetzt machen wir Folgendes, Freunde. Zack. So, Freunde. Ja, das frage ich mich auch. Wo sind...
Wo gehen die auf einmal alle hin, ist meine viel größere Frage. Alter, sind das viele. Und Pfarrer ist schon wieder fast tot. Aber ich auch, und das ist das größte Problem. Pfarrer hat gerade wieder ein bisschen was zurückbekommen. Zack. So. Wieder ein bisschen von Pfarrer weglocken. Dann ist alles gut. Nein, nicht wegstecken. Steck doch nicht die Scheißwaffe weg, Prinz. Und mach nicht einen dummen Wandlauf. Kann ich zurückdrehen, bis ich die Waffe weggesteckt habe? Ja, okay. Okay. Und zack. So. Ich hoffe aber gerade, es werden weniger, um ehrlich zu sein. Zack, zack. Mist. Nee, ernsthaft? Pfarrer hat mich getroffen? Bitte. Von all den Dingen, die noch hätten passieren können, musste das natürlich auch noch passieren. Ach Mann, das habe ich gesehen, aber ich bin nicht weggesprungen, sondern nur weggerollt. So, dann machen wir halt den. Und der funktioniert bei dem nicht. Und ich will aber den anderen anvisieren. Ach komm schon, Leute, wir haben es doch fast. Scheint doch nur noch drei zu sein. Okay, ich muss mal woanders hin. So, Freunde. Jetzt du erstmal. Der da. So, und tschüss. Perfekt. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Und, hepp, Mist. Und, hepp, ach komm schon. Und, ah, der da ist fast erledigt. Danke, Pfarrer. So, letzter Gegner. An dir wird es jetzt nun echt nicht scheitern, mein Freund. Ich kämpfe gegen dich auch gerne. Im normalen Modus, wenn du möchtest. So, geschafft. Alter Vater. So, ich trinke erstmal was, Freunde. Falls jetzt noch welche kommen, aber ich glaube, dass wir haben es überstanden. Lalalalalala. Ich glaube, ich habe ein paar Narben mehr bekommen. So, wie weit fahren wir denn jetzt eigentlich noch nach oben? Wie hoch ist denn dieser verdammte Turm? Ich glaube, wir müssen bis da zu dem Schalter. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Es hat aufgehört. So, ich betätige mal den Schalter. Gott, bin ich fertig. Ich bin doch schon da. Wisst ihr, wer gerade die ganze Arbeit... Jawohl, sie hat auch ganz gut geholfen. Bis auf das eine Mal, wo sie mich getötet hat. Die Sanduhr ist nicht weit. Ich fühle es. Fühlen? Wie? Ich kann es nicht erklären. Schätze. Eine Menge Schätze. Und da ist sie, die Sanduhr. Aber erstmal... gucken wir uns natürlich die Vision an. Wir gehen zur Sanduhr. Und ja, wir müssen auf die Sanduhr draufklettern. Und schon wieder diese Vision. Na gut. Gut. Beim nächsten Aber ich würde sagen, fangen wir hier an. Wie wir die Sanduhr erreichen und dann dem ganzen Spuk ein für alle Mal ein Ende setzen, das... seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Prince of Persia: The Sands of Time. Bis dahin. Ciao.